Hallo und grüezi. Der Titel des heutigen Reise-Ad-Hoc-Videos lautet Die Säuberung. Genauer Merkels Säuberung oder das letzte Zucken der EU. Jedoch am treffendsten, Axel Voss hat's endlich geschafft. Was ist geschehen, nachdem YouTube kürzlich einmal mehr die Richtlinien respektive Vorgaben zur Veröffentlichung von Videos verschärft hat, um den EU-Wahrheits- und Meinungsgralshütern zukünftig nur ja keine Angriffsfläche zur massiven finanziellen Abstrafung der eigenen Plattform zu bieten, hat YouTube nur Minuten nach gesagter Bekanntgabe mit der Entfernung ganzer Kanäle, Werbeeinnahmenentzug und Videoquarantäne von rechtskonservativen YouTube-Medienschaffenden begonnen. Dabei sind querbeet kleinere bis auch große alternative Medienkanäle betroffen. Bei Tell the True Swiss ist im Moment ein Video über die Freilassung von Tommy Robinson davon betroffen und in Quarantäne versetzt. Selbstredend habe ich Einspruch erhoben. Vorgeschichte: Seit dem Frühlingsvideo über Salvini und Orban sind auch bei Tell the True Swiss massive Ansichten respektive YouTube-Vorschlagskürzungen zu beobachten und entsprechend dokumentarisch festgehalten. Im darauffolgenden Zensurvideo habe ich die Problematik bereits angesprochen. Die Situation ist mittlerweile dermaßen dramatisch, dass wenn ein Tell the True Swiss Video ein gewisses Momentum erreicht, wird es schlicht abgewürgt. Tell the True Swiss ist ein Kanal, der sich für den Erhalt der Nationalstaaten einsetzt, proeuropäisch denkt und handelt, russlandfreundlich eingestellt ist und sich für eine Politik des gesunden Menschenverstandes einsetzt. Gleichzeitig das grün-liberale, progressive Gedankengut kritisch untersucht und sich vehement gegen die maßlose Globalisierung stellt und das abgehobene Elitedenken und Handeln vieler Politiker und vor allem das drangsalierende und schikanierende Verhalten der EU an den Pranger stellt und dabei kein Blatt vor den Mund nimmt. Tell the True Swiss ist der griechischen Polit-Urform des Populismus zugetan und sieht die Zukunft unserer westlichen Gesellschaft in klassisch-liberalem, selbstverantwortlichem Handeln. Jeglicher Hass und rassistische Ansichten sind nicht in meinen Videos zu finden, jedoch muss auch weiterhin die Wahrheit über alle Themen gesagt werden dürfen. Tell the True Swiss weicht nicht aus und stellt sich dabei jeder Debatte, bleibt respektvoll, vertritt aber mit Nachdruck die eigenen Standpunkte. Nun zu RT und Ruptly TV. Bis anhin hat RT, ohne sich daran zu stören, die Verwendung von gewissen Inhalten innerhalb Tell the True Swiss Videos geduldet. Tell the True Swiss hat wiederholt und aktiv Werbung für AT und Ruptly TV gemacht. Dies aus tiefster Überzeugung, dass wir den RT und Ruptly TV-Journalisten enorm dankbar sein müssen für deren Zivilcourage und die brillant vorgetragenen politischen Kontrapunkte. Kurz ein strahlendes Licht in der finsteren westlichen Medienlandschaft. Vor zwei Wochen, exakt als YouTube begonnen hat, seine Richtlinien einmal mehr zu ändern und den Orwellschen Facebook-Vorgaben anzupassen, hat sich Ruptly TV mit Tell the True Swiss in Verbindung gesetzt, um die Verwendung von AT und Ruptly TV-Material zu besprechen. Der Gedankenaustausch verlief zuerst sehr positiv, bis dann zwei Tage vor der besagten YouTube-Säuberung das Management sich dazu veranlasst fühlte, abrupt speziell jegliches AT-Material urheberrechtlich zu schützen und die weitere Verbreitung zu unterbinden. Selbstredend wird sich Tell the True Swiss an Ruptly TVs Bitte halten und ich möchte in diesem Zusammenhang meine erste Bitte an euch, liebe Zuschauer, richten, die da lautet, unbedingt AT Deutsch und Ruptly TV zu abonnieren und täglich kurz reinzuschauen. Es lohnt sich wirklich.
In der heutigen kaputten Medienlandschaft muss jeder um seine Daseinsberechtigung kämpfen, wenn er der verordneten Denkweise widerspricht oder um Gottes Willen diese in Frage stellt. Dank also an Arte Deutsch und Ruptly TV. Ferner wurde Teledrew Swiss auch mit einer gefährlichen, virusbeladenen Fake-YouTube-E-Mail angegriffen, jedoch flog die Fake-Nachricht rechtzeitig auf. Die Situation scheint sich tatsächlich zuzuspitzen und ich weiß daher nicht, wie lange Teledrew Swiss weiter existieren wird. Ich kann mich nur wiederholen. Wenn euch, wie ich aus unzähligen Kommentaren ersehen kann, eine alternative Berichterstattung wirklich wichtig ist, so möchte ich euch bitten, eure Lieblingskanäle auf den jeweiligen alternativen Plattformen zu abonnieren. Bei Teledrew Swiss wäre das BitChute. Der Link ist im Videobeschreib angegeben. Denn eines Morgens könnten sie alle verschwunden sein. Des Weiteren möchte ich euch nahelegen, eure Lieblingskanäle aus naheliegenden Gründen finanziell zu unterstützen. In diesem Zusammenhang mein aufrichtiger Dank an alle CDU-CSU-Wähler. Sie dürfen wirklich stolz sein auf ihren Meinungspolizisten Axel Voss, auf ihre kompetente Kanzlerin und ganz generell auf alles, was ihre Partei innerhalb Deutschland und der EU erreicht hat. Rezo sei Dank. Ein herzliches Dankeschön auch an alle gleichgültigen, selbstgefälligen und selbstgerechten Schweizerinnen und Schweizer, denen unser Land, unsere Traditionen und unsere Geschichte absolut nichts mehr bedeutet. Begrüßen möchte ich bei dieser Gelegenheit auch die vielen Neuzuzügler aus allen Ecken dieser Welt. Sie können versichert sein, dass sie in unserem kleinen Land herzlich willkommen sind und sich wohlfühlen werden. Denn auch wenn die Bevölkerung in den nächsten 20 Jahren von 8,4 auf 11 Millionen anwachsen wird, so können wir, wie mir ein linker Ex-Swisser Berufskollege versichert hat, ja einfach in die Höhe bauen. Es gibt noch sehr viel Platz in der Schweiz, so hat mir der Multimillionär versichert, der es selber vorzieht, in Asien zu wohnen. Danke auch meinem geschätzten Cousin, der sich im Rahmen eines wirklich netten Abendessens endlich zum Marxismus bekannt hat. Es war trotzdem ein netter Abend. Okay, aber neben diesem emotionalen Gesülze bin ich eigentlich stinksauer, aber paradoxerweise auch dankbar. Dankbar, dass ich auf meiner ausgedehnten Reise, die sich in 2 Wochen zu Ende neigen wird, die vernünftigsten, wachsten und liebenswürdigsten Menschen in Portugal und im schweizerischen Aargau angetroffen habe. Der grüne Wahnsinn jedoch unaufhaltsam die Köpfe der labilen Gutmenschen infiziert und nach meinem Dafürhalten eine Schubumkehr speziell in Deutschland und der nacheifernden Schweiz nicht mehr möglich sein wird. Daher nochmal etwas fürs Herz. Gottfried Keller an mein Vaterland. O mein Heimatland, o mein Vaterland, wie so innig, feurig lieb ich dich. Schönste Ros, ob jede mir verblich, duftest noch an meinem öden Strand. Als ich arm, doch froh, fremdes Land durchstrich, Königsglanz mit deinen Bergen maß, Thronenflitter bald ob dir vergaß, wie war da der Bettler stolz auf dich. Als ich fern dir war, o Helvetia, fasste manchmal mich ein tiefes Leid. Doch wie kehrte schnell es sich in Freud, wenn ich einen deiner Söhne sah. O mein Schweizerland, all mein Gut und Hab, wenn dereinst mein banges Stündlein kommt, ob ich schwacher dir auch nichts gefrommt, nicht versage mir ein stilles Grab. Werf ich ab von mir dies mein Staubgewand, beten will ich dann zu Gott dem Herrn. Lasse strahlen deinen schönsten Stern nieder
auf mein irdisch Vaterland. In diesem Sinne, bleibt gesund!